Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Planet Zoo. Das Ganze startet hier mal wieder im Speedbuild und ihr habt auch in die Kommentare geschrieben, dass ihr es gut findet, wenn ich das Ganze im Speedbuild mache, weil wir einfach so schneller vorankommen. Und das stimmt natürlich vollkommen, ich kann schon mal verraten, wir werden diese Folge wieder richtig viel schaffen. Wir werden unser nächstes Gehege so gut wie fertigstellen und die nächsten Tiere freilassen. Das Ganze mit den Tieren freilassen, das werden wir dann auch mal wieder außerhalb des Speedbuilds machen. Also dann haben wir mal wieder so ein bisschen Realtime-Footage, ist ja, glaube ich, auch mal ganz angenehm für euch. Und ihr seht schon, ich habe vorhin so ein paar Bänke platziert, ein paar Mülleimer und habe dann den Weg hinter der Brücke nochmal so geschwungen, ein bisschen weitergeführt. Und genau dort kommt dann unser neues Gehege hin. Zu dem Gehegebau muss ich nochmal eben sagen, dass es mir relativ schwierig noch fällt, bei Planet Zoo einzuschätzen, wie groß so ein Gehege für die jeweiligen Tiere sein muss, weil ich einfach von Jurassic World Evolution es noch gewohnt bin, dass die Tiere viel, viel größer sind und dann meist viel mehr Platz brauchen als jetzt hier bei Planet Zoo. Im Hintergrund seht ihr jetzt gerade, wie ich hier so einen kleinen Graben hinter der Mauer aushebe. Habe ich schon sehr oft in Zoos gesehen, dass man das bei etwas gefährlicheren Tieren macht, damit einfach nochmal die Sicherheit ein bisschen höher ist und die Tiere ja nicht über die Mauer springen können. Außerdem hat das den Vorteil, dass man vorne, wo die Besucher sind, die Mauer auf 1 Meter senken kann. Dann können die Leute direkt auf die Tiere schauen, ohne dass da irgendwie ein Glas oder sowas zwischen ist. Das dauert hier auch so ein bisschen länger. Ich muss viele Sachen korrigieren, anpassen und sowas. Aber das liegt einfach daran, dass ich noch nicht so viel mich mit diesen Geländetools und so beschäftigt habe. Deswegen hat das alles ein bisschen länger gedauert. Aber das Schöne ist ja an YouTube-Videos, ich kann das Ganze für euch beschleunigen und vorspulen. Hier habe ich jetzt auch gerade nochmal im Hintergrund ausprobiert, wie nah man denn mit der Mauer an so eine Klippe ran kann. Und dann habe ich gesehen, man kann da wirklich nah ran. Deswegen habe ich die Mauer nochmal entfernt, damit ich einfach die Klippe noch ein bisschen näher an die Mauer bekomme. Und ja, dann habe ich den Graben nochmal etwas tiefer und größer in neu ausgehoben. Und dann war das Ganze schon so gut wie fertig. Jetzt nochmal die Mauer vorne neu ziehen und dann ist eigentlich der Grundriss für das Gehege schon mal gesetzt. Ich arbeite eigentlich am Anfang beim Gehegebau immer mit diesen Ziegelsteinen, weil mit denen kann man alles machen. Die kann man abrunden, die kann man vernünftig erhöhen und sowas. Ich habe das Gefühl, dass man mit bestimmten Barrieren das nicht kann. Zum Beispiel mit Holz kann man auch keine Rundungen und sowas bauen. Deswegen arbeite ich immer als erstes mit diesen Ziegelsteinen und dann im Nachhinein kann man die ja immer noch ändern. Das mache ich jetzt hier auch. Ich nehme mal hier dieses, ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist so ein Gitter mit Steinen gefüllt oder sowas. Ja, und dann, nachdem ich das geändert habe, habe ich mich dann nochmal so ein bisschen daran gemacht, die Klippe direkt an der Mauer so ein bisschen realistischer zu gestalten. Das Ganze habe ich mit diesen Savannenfelsen gemacht. Und ja, das dauert eine ganze Zeit. Ich werde da, denke ich mal, relativ viel für euch auch überspringen und rausschneiden, weil ich einfach sehr viel mit Felsen in diesem Gehege gearbeitet habe. Und ich glaube, es ist einfach nicht so spannend, wenn ihr mir die ganze Zeit dabei zusehen müsst, wie ich irgendwelche Felsen auswähle, platziere und drehe. Die Felsen vorne an der Wand sind jetzt alle platziert. Und ich muss sagen, dass es wirklich mit diesen Felsen viel, viel schöner aussieht als vorher. Und jetzt habe ich mich als nächstes an ein kleines Problemchen in diesem Gehege gesetzt, nämlich was passiert, wenn eines der Tierchen, was in dieses Gehege später soll, ich glaube, ich verrate euch jetzt mal, welche Tiere da reinkommen sollen, ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, nämlich westafrikanische Löwen. Und ja, was passiert, wenn eins der Tierchen ins Wasser fällt? Ja, kommt es da wahrscheinlich nicht mehr raus, weil es zu steil ist. Deswegen habe ich jetzt hier unter Wasser so ein paar Klippen platziert, damit die Tiere, falls sie reinfallen, rausschwimmen können und dann ja an den Klippen entlang nach oben an dieser Stelle gelangen können. Ja, da muss man sich auch mal so ein bisschen den Kopf zumachen, weil nachher stirbt sonst ein Tierchen. Das wäre ja nicht so toll. Als das fertig war, habe ich mich dann schon mal mit einem wichtigen Gestaltungsobjekt für dieses Gehege beschäftigt. Eins, was ich schon die ganze Zeit im Kopf hatte, was ich gerne haben wollte und was das sein wird, das werdet ihr gleich sehen. Ich habe hier so ein paar Klippen platziert. Und dieser Felsen hier, ich weiß nicht, ob ihr den seht, diesen länglichen, etwas breiteren, der eignet sich immer sehr, sehr gut, um irgendwelche Rampen und Brücken zu bauen. Und ich wollte einfach so einen kleinen Ort schaffen, wo der Löwe da mal richtig nah an die Besucher ran kann,
ohne dass er wirklich eine Gefahr für die Besucher ist. Und ich glaube, das habe ich hier ganz gut hinbekommen. Ich habe halt zwei von den Felsen so ein bisschen über das Wasser ragend in Richtung Besucher platziert. Da werde ich dann später auch noch irgendwas rauf platzieren, was dann die Löwen natürlich auch nach da oben lockt. Und ja, damit die Besucher wirklich eine schöne Sicht auf die Löwen bekommen. Das Ganze habe ich dann angefangen, etwas zu gestalten. Dafür habe ich auch wieder das Filtertool hier benutzt. Schön nach Afrika und Wüste oder sowas, glaube ich, sortiert. Und dann findet man schön die passenden Pflanzen, die so ein bisschen ja, in diese Gegend passen. Habe ich dann immer schön an die Ränder und so platziert. Das ist immer eigentlich ziemlich cool. Dann auch mal so eine kleine Blüte dazwischen. Und dann war das Ganze schon fertig. Ah, und ihr seht jetzt gerade, ich habe halt ausprobiert, ob es irgendwie möglich ist, so einen Schlaf- und Ruheplatz da vorne hin zu platzieren. Ich meine, es ist jetzt nicht so ein toller Ruheplatz, wenn man direkt vor den Leuten steht. Aber wäre halt cool, wenn so ein Löwe da mal schlafen würde. Geht aber leider nicht, weil diese Schlaf- und Ruheplätze kann man nur auf geraden Stellen platzieren. Also das ist leider nicht möglich so. Und dann habe ich mir so einen Ort rausgesucht, wo ich nochmal so eine kleine Erhöhung gebaut habe, beziehungsweise einen kleinen Berg, weil ich finde es immer relativ wichtig, dass man mit Höhenunterschieden arbeitet. Macht das Gehege mal viel, viel schöner, also kann ich euch nur ans Herz legen. Ist zwar meist sehr kompliziert und mit Arbeit verbunden, aber im Nachhinein lohnt sich es dann immer. Hab das Ganze natürlich dann auch noch nach unten so ein bisschen übergeglättet, dass man so einen schönen Weg nach oben hat, wo die Löwen dann ohne Probleme hochlaufen können. Das Ganze nochmal mit Klippen angepinselt und oben so ein bisschen Sand. Aber die ganze Gehegegestaltung, so die werde ich eh nachher noch anpassen, wenn die Löwen dann drin sind. Weil dann sieht man ja auch, was für Anforderungen die genau haben, wie viel Stein die brauchen, wie viel Fels die brauchen, wie viele Pflanzen, welche Pflanzen und sowas. Das müssen wir natürlich im Nachhinein auch noch so ein bisschen beachten. Wir wollen ja auch, dass sich die Tiere in unserem Zoo alle wohlfühlen. Und dann ging es wieder los, Leute. Ganz viel Klippen platzieren. Also richtig, richtig viele Klippen platzieren. Ich werde die Klippen nämlich jetzt einmal komplett um das Gehege rum platzieren. Ich werde auch wieder viel mit dem Kopieren-Tool arbeiten, weil es einfach sich anbietet und das Ganze viel, viel angenehmer gestaltet. Hier oben auf dem Berg hatte ich einen Unterschlupf für die Löwen geplant, den ich auch komplett mit so Klippen gestalten wollte. Das werde ich jetzt auch machen im Hintergrund. Aber ich möchte mich mal mit euch nebenbei so ein bisschen über Tiere unterhalten. Falls ihr mal in so einen Zoo geht, oder beziehungsweise wie lange ist es denn her, dass ihr in einem Zoo wart und in welchem Zoo wart ihr? Also bei mir ist es wirklich schon ein bisschen länger her. Ich war das letzte Mal, glaube ich, oh, wie lange ist das her, 3 Jahre oder so, da war ich im Serengeti-Park. Das war ziemlich, ziemlich cool. Ich bin eigentlich kein großer Fan von Zoos, weil, ja, Tiere in Gefangenschaft ist jetzt nicht so nice, ist jetzt nicht so toll für die Tiere, aber ich hatte jetzt im Serengeti-Park nicht unbedingt das Gefühl, dass es den Tieren schlecht geht. Also teilweise fand ich es schon sehr beengt in manchen Gehegen so, aber die meisten Tiere, denen ging es, glaube ich, relativ gut da. Und ich glaube, Zoos sind auch relativ wichtig für zum Beispiel die Artenerhaltung von bestimmten Tierarten und sowas. Aber da bin ich mir gar nicht so sicher, da kenne ich mich gar nicht so aus. Ja, aber meine Hauptfrage an euch ist eigentlich, wenn ihr zu so einem Zoo geht, also in ein Zoo geht, welches Tier ist dort euer Lieblingstier? Also welches Tier guckt ihr euch am liebsten und am längsten an? Also persönlich für mich ist es das Erdmännchen. Ich liebe Erdmännchen. Die sind richtig, richtig nice und richtig cool. Und ich glaube, die gibt es noch gar nicht im Planet Zoo, ne? Ich hoffe, die werden noch hinzugefügt. Kann natürlich auch sein, dass ich mich irre, aber ich hatte es mal im Livestream erwähnt, dass es meine Lieblingstierchen sind im Zoo. Und da meinte jemand, die gibt es noch nicht im Planet Zoo. Finde ich eine Schande. Also die muss es einfach geben. Erdmännchen sind der Hammer. Schreibt mal in die Kommentare, was eure Lieblingstiere sind. Welche ich noch sehr cool finde, sind Otter. Otter finde ich auch richtig cool. Den kann man richtig cool zusehen. Die machen auch immer richtig Action in dem Gehege, sind schnell unterwegs und schwimmen, planschen und ach, ich finde das toll. Otter sind mega nice. Deswegen finde ich zum Beispiel auch Löwen oder Großkatzen und sowas meist nicht so cool zum Zuschauen, weil die einfach die ganze Zeit oder 80%, 90% einfach nur rumliegen und chillen. Ich meine, ist ja auch in Ordnung, aber deswegen finde ich persönlich, dass es nicht so spannend ist, diese Tiere zu beobachten, wie zum Beispiel Erdmännchen oder Otter, weil die halt viel aktiver gefühlt sind. Hier unten habe ich jetzt auch nochmal auf der unteren Ebene so eine kleine Höhle geplant, die ich jetzt auch nochmal mit Felsen so ein bisschen verkleide und verziere, damit das Ganze auch so aussieht, als wenn es stabil wäre und auch ja, realistisch ist von der Haltung her, dass die Säulen sozusagen das Ganze so ein bisschen
abstützen. Aber wir können ja in der Zeit, wo ich im Hintergrund baue, noch mal ein bisschen über den Serengeti-Park sprechen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal im Serengeti-Park wart. Also da ist es so, dass man die Option hat, am Anfang durch so einen ganz großen Bereich oder durch viele Gehege mit seinem eigenen Auto zu fahren. Das habe ich auch in dem Fall gemacht mit meinem Auto. Und ja, es ist eigentlich ziemlich cool, weil dann auch einige Tiere direkt zur Scheibe kommen und so ihre Zunge durch die Scheibe und sowas stecken, weil sie gern irgendwie was zu essen abgreifen wollen, weil die Leute haben natürlich so ein paar Möhrchen und so ein paar andere Sachen dabei, die sie an die Tierchen dann verfüttern. Da kommen dann zum Beispiel auch die Giraffen von oben runter mit ihrem Riesenkopf und stecken wirklich so ihren Kopf so durch die Scheibe und wollen dann halt Essen abgreifen. Ist total süß, aber das ist echt krass, wie groß so ein Giraffenkopf ist. Also könnt ihr auf jeden Fall mal machen, ist ziemlich, ziemlich cool, in den Serengeti-Park zu gehen. Da gibt es auch einige andere Sachen noch zu sehen. Da gibt es auch viele Affengehege, wo man dann wirklich reingehen kann und sich dann so einen Affen auf die Schulter setzen kann, wollte ich gerade sagen. Also selber kannst du es nicht bestimmen. Die Affen machen halt, was sie wollen. Aber die kommen schon wirklich an. Also bei mir sind die auch auf die Schulter gesprungen, haben mir an den Haaren gezogen, haben an meinem Rucksack rumgespielt. Da musst du dann auch halt aufpassen, weil Affen, die klauen auch gerne mal Sachen. Wenn du irgendwas Loses oder so da hast, das nimmt der Affe so mit und rennt dann weg. Und dann kriegst du es wahrscheinlich nie wieder. Da muss man halt echt vorsichtig sein. Da waren dann halt auch viele Affenarten, wo man durch die Gehege gehen konnte. Da waren zum Beispiel Katas. Da hatte ich auch einen auf der Schulter. Ich weiß nicht, ob ich da noch ein Foto von finde. Müsste ich aber eigentlich noch haben. Vielleicht kann ich es ja mal einblenden, wenn ich es finde. Vielleicht zeige ich es euch mal irgendwann anders. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt suche oder nicht. Dann gab es hier diese von Pippi Langstrumpf. Da hat Totenkopfäffchen zum Beispiel noch. Und ganz viele andere Arten, wo man noch durchs Gehege gehen konnte. War ziemlich, ziemlich cool. Es hat echt Spaß gemacht. Und ich hatte auch das Gefühl, dass es den Affen ziemlich gut geht und die echt Spaß daran haben, dass die Leute in ihr Gehege kommen, weil das halt für die auch so ein bisschen entertaining war. Ja, ihr seht schon, ne? Ich bin hier wirklich viel mit Klippen am Arbeiten und ich werde auch noch sehr viel mit Klippen hier arbeiten. Ich mache eigentlich jetzt nochmal komplett mit Klippen einen Umriss um das gesamte Gehege. Ich denke mal, ich werde das Ganze auch nochmal für euch rausschneiden, weil es einfach relativ stumpfsinnig ist so, weil ich halt die ganze Zeit irgendwelche Klippen platziere und drehe. Ich finde immer, als kleinen Tipp kann ich euch noch geben, man kann Klippen gut kombinieren, so dass es so aussieht, als wenn es eine längliche, große Klippe ist. Ich glaube, das sieht man hier gerade im Hintergrund relativ gut. Wenn man die vernünftig platziert, sieht das fast so aus, als wenn es eine große, längliche Klippe ist und nicht viele einzelne Steine. Das ist in bestimmten Situationen, glaube ich, immer viel, viel schöner, wenn man das so macht. Ich musste aber auch immer so ein bisschen beachten, dass das Gehege so gestaltet ist von den Klippen, dass die Löwen nicht rausspringen können. Ich kann es natürlich noch nicht so einschätzen, weil ich einfach noch nicht so die Erfahrung in Planet Zoo habe, aber ich habe einfach mal so ein bisschen so gebaut, wie ich hoffe, dass sie, dass sie im Gehege bleiben. Aber das werden wir gleich erfahren, wenn wir die Löwen freilassen. Ich würde sagen, ich mache hier mal eben einen kurzen Cut und dann haben wir den Umriss fertig. Der Grundriss für unser Löwengehege steht erstmal. Es muss aber noch richtig viel getan werden. Wir haben halt jetzt die ganzen Klippen rumherum schon mal so ein bisschen gemacht. Hab natürlich noch die Befürchtung, dass die Löwen eventuell hier hochklettern können. Gerade hier an der Stelle. Da, zack, zack und rüber. Müssen wir halt alles testen, sonst müssen wir das nochmal erhöhen hier, die Mauer, oder ein bisschen umbauen, das Gehege. Das können wir halt erst machen, wenn die Tiere drin sind. Aber das ist, wie gesagt, auch nur ein Grundriss. Hier muss ich auch eventuell nochmal alles abstützen. Ich muss mir überlegen, was hier in die Höhle kommt. Aber die Gestaltung, die nehmen wir jetzt, machen wir jetzt auf jeden Fall. Als allererstes ist es aber am wichtigsten, dass wir eine Tür einbauen. Und ich glaube, die werde ich eventuell hier machen. Ah, dann wird die so hoch sein, ne? Ich könnte die auch hier hinter versteckt machen, wenn das geht. Gut, da gibt es sogar eine Stelle, wo es funktioniert. Das ist ja ideal. Gucken wir doch mal. Okay. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Vielleicht können wir hier einfach den Felsen ein wenig rüber moven. Sieht doch schon ganz gut aus. Sieht das auch so ein bisschen so aus, als wenn die Felsen hier zusammenhängend sind. Ich hoffe, da kommt man schon durch. Ich glaube, ein bisschen muss ich den Stein noch drehen. Manchmal sieht man das ganz schlecht mit den Achsen, welche wofür ist, wenn man den falschen Kamerawinkel hat. Aber dafür kann man ja die Kamera drehen, ne? Ist ja kein Problem. Meint ihr, das reicht, dass hier einer durchkommt auf der linken Seite? Ansonsten kann ich das natürlich noch ein Stückchen so machen. Ah, so ist perfekt. Das müsste eigentlich reichen, dass da jemand durchkommt. Und hier drehen wir das Ganze auch nochmal ein bisschen. Dass es so aussieht, als wenn hier die Klippen einen Abschluss haben. So geht eigentlich schon. Das ist doch super.
Hier können wir dann natürlich auch später alles noch so ein bisschen verstecken. Aber ich hoffe, hier kommt jetzt ein Flieger rein. Wir könnten eigentlich auch als erstes jetzt mal eben unsere Löwen hier reinholen. Dafür müssten wir mal eben eine Wegverbindung bauen. Die mache ich mal eben provisorisch und dann bringe ich mal die Löwen hier rein. Der Weg steht soweit. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch Löwen kaufen oder besorgen. Ich schaue mal, ob ich noch welche habe. Ah, einen haben wir sogar noch, aber der ist schon 7,6 Jahre alt. Aber gute Fruchtbarkeit. Wir schauen mal im Shop, was wir finden. Vielleicht finden wir ja gerade mal richtig schöne Löwen, also richtig gute von der Bewertung. Sortieren nach Preis. Oh, Männchen gibt es hier wieder richtig günstig. Ah, der Shop ist gerade super langsam. Na, geht aber. Alle Fruchtbarkeit 0, das gibt es ja gar nicht. Okay, 5,3 Jahre. Der ist gar nicht so schlecht für ein Weibchen. Ich glaube, den holen wir uns mal, bevor er weg ist. Ah, ist schon leider weg. Es geht hier mal ruckzuck bei den Weibchen. Vielleicht sollten wir uns erstmal danach umschauen. Wäre natürlich auch schön, wenn die Nachwuchs kriegen. Deswegen achte ich ein bisschen auf die Fruchtbarkeit. Oh, der sieht doch gut aus. 3,3 Jahre. Da bin ich dabei. Immunitätsgen ist sowieso mega unwichtig, weil Krankheiten in der Beta noch nicht am Start sind. Also alles gut. Oh, das sieht doch gut aus. Wir haben hier sogar einen mit Goldmedaille für 400. Den kaufen wir. Perfekt. Damit haben wir unsere Löwen am Start. Die bringen wir jetzt ins Gehege und dann haben wir schon, kriegen die hoffentlich Nachwuchs und dann schauen wir mal. Und da sind unsere Löwen im Gehege. Ich hoffe, die werden sich vermehren. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Gehege ist alles grün, das ist super. Gelände ist ein bisschen klein wahrscheinlich, ne? Ach nee, das ist noch nicht perfekt angepasst. Okay. Hatte ich auch so ein bisschen Bedenken, dass das Gehege zu klein ist. Aber wenn man das jetzt so im Verhältnis sieht mit den Löwen, geht es eigentlich voll klar. Löwen sind echt wunderschöne Tiere. Ihr könnt auch gerne Namensvorschläge für die beiden hier reinschreiben. Einmal für dieses wunderschöne Männchen. Mit goldenen Werten haben wir es sehr, sehr günstig bekommen. Und wir haben natürlich noch unser Weibchen da hinten. Da gehen wir auch mal hin. Hier, goldene Medaille, richtig gut. Und schöne Werte, um sich zu vermehren. Und natürlich noch schön jung. Und hier haben wir unser Weibchen. Auch wunderschön. Für beide gerne Namensvorschläge. Ich hoffe jetzt echt, dass die hier nicht aus unserem Gehege ausbüchsen, weil das wäre echt uncool. Aber eigentlich, ja, ich habe hier vorne, habe ich echt Befürchten. Aber ansonsten sollte das nicht passieren. Und ich habe sogar noch hier am Rand so ein bisschen Befürchtung. Also, dass die hier am Rand lang gehen und dann hier rüber. Aber so klug sind die, glaube ich, nicht, ne? Weil hier ist der Zaun natürlich sehr, sehr niedrig. Aber ich glaube, das könnte echt ein sehr cooles Gehege werden, wenn wir das fertig haben. Meint ihr, wir sollten hier so einen Kürbis oder sowas hinmachen? Könnte man eigentlich, ne? Hier oben. Meint ihr, die kommen da drauf? Ist ja mega cool, wollen wir es mal ausprobieren. Ich mach mal eben auf Play. Ich meine, das ist jetzt bis jetzt das einzige Futter, was es gibt. Wenn sie hier wirklich raufkommen, das wäre auf jeden Fall cool. Schaut mal, wie nah dann die Leute dran können an die Löwen. Bin ich jetzt echt gespannt. Oh, der Löwe kann echt drauf. Da oben. Oh mein Gott. Die Leute sind hier auch schon in Massen. Ist das cool oder ist das cool? Dass der da hochläuft. Das ist ja richtig cool, oder? Was macht er hier hinten? Oh mein Gott, kann der hochspringen. Okay, ich glaube, die können hier wirklich raus. Er kann halt von hier nach da springen. Oh Gott. Ja, Leute, müssen wir jetzt ein bisschen beobachten. Nützt nichts. Okay, er benutzt auch wirklich die Rampe, die ich ihm gebaut habe. Also die KI der Tiere scheint sehr gut zu sein. Nicht schlecht. Und jetzt geht er da hoch. Und da stehen die ganzen Leute. Also wenn das nicht mal cool ist, dann weiß ich auch nicht. Hammer, ne? Was für eine gute Sicht die Leute auf die Löwen haben. So, ich hoffe natürlich, dass hier gleich Futter aufgefüllt wird. Oh, hier wurde schon einfach Futter hingeschmissen. Kann man natürlich auch machen. Ich will mich aber jetzt gar nicht so ablenken lassen. Wir lassen auf jeden Fall nebenbei das Spiel laufen, damit wir sehen, ob einer ausbüxt oder nicht. Aber wir wollen natürlich hier noch ein paar Sachen platzieren. Den finde ich hier eigentlich ganz passend am Baum. Wenn wir den einfach so machen. Schön am Baum so ein Kratzding. Und dann, boah, der springt auch einfach von hier nach da. Das ist ja mega cool. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich glaube, ich mache hier mal einen Wasserspender hin. Und
Trinken. Ich weiß gar nicht, ob wir trinken brauchen. Wir könnten die eigentlich auch hier unten trinken lassen, aber so ein Getränkespender wäre vielleicht nicht verkehrt. Vielleicht können wir hier hinten noch irgendwas Cooles bauen mit Klippen oder so. Mache ich aber, glaube ich, erst ein bisschen später. Was ist das hier? Ein Kratzpfosten. Auch nicht schlecht, ne? Vielleicht kann man den ja sogar als Baum irgendwie tarnen. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Aber man scheint den hier nicht einpositionieren können. Zu können in so einen Baum. Also ich glaube, das wird dann wohl eher schwieriger werden. Machen wir den erstmal hier hin. Kann gut sein, dass wir die später noch ändern, die Orte. Da bin ich mir gerade noch nicht ganz so sicher. Ich platziere jetzt erstmal ein paar Sachen, dass die Löwen glücklich sind. Dann später positionieren wir die einfach um, wenn wir das Gehege ein bisschen besser gestaltet haben. Ich weiß auch nicht, ob ich den Kürbis hier oben so cool finde oder ob wir hier vielleicht noch was anderes hinmachen. So ein Fressenspaket oder so. Gibt es ja auch noch hier. Aber bis jetzt scheinen die Löwen mir keine Anstanden zu machen, dass sie raus wollen. Das ist sehr gut. Hier unten in die Höhle packe ich, glaube ich, auch nochmal einen Schlafplatz rein. Ist, glaube ich, so das Sinnvollste. Nehmen wir mal eine große. Oh, die passt da ganz gut rein. Hallo. Und im Prinzip können wir sonst noch. Da kann man gar nicht viel machen. Ne? Wir könnten halt noch Felsen da reinmachen. Wäre so das, was mir jetzt am ehesten einfällt. Vielleicht können wir einfach hier diese Säule kopieren. Oh Leute, schaut mal. Die beiden haben schon Babys gemacht. Wie cool ist das denn? Einmal Silberweibchen. Sehr gute Werte. Und Silberweibchen. Auch gute Werte. Sehr gut. Das freut mich. Aber irgendwie gehen die immer hier unten runter. Also hier gehen nicht hier runter. Die springen hier immer ganz komisch. Aber immerhin machen sie das. Es ist echt so cool, ne? Das Spiel sieht ja auch so wunderschön aus. Erstmal beim Geschäft erledigen hier zuschauen. Auch nicht schlecht. Ja, wir haben auch mega viel Schlafplatz für die Tiere. Also richtig, richtig cool. Und die scheinen auch keine Anstanden zu machen, hier rauszuwollen. Ich will halt jetzt auch nicht übertreiben mit der ja, Bewaldung und so. Darf ich auch nicht. Müssen wir jetzt gleich mal schauen. Bin mir noch ziemlich unsicher, wo ich was hin platziere. Wir müssen auch noch irgendwas hier hinten in die Ecke machen. Ich bin mir da auch noch nicht sicher, was ich da gerne hin. Und was wir in diese Ecke da hinten platzieren und wie wir das Gehege weitergestalten, das seht ihr in der nächsten Folge. Das soll es für heute gewesen sein. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich selber ein Like freuen. Falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr gerne den Kanal abonnieren. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.